Die liegen irgendwo rum, waren wahrscheinlich schon einmal warm, werden wieder aufgewärmt oder was auch immer für ein Vorgang passiert. Das ist irgendwie ganz eklig hier gerade. Meine Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute das Intro von zu Hause. Der Grund ist einfach, dass ich zu hässlich war bei dem richtigen Intro. Und deshalb muss ich es nochmal aufnehmen. Und heute werden wir Pizza testen. Die Frage ist natürlich, kann Pizza mithalten bei den Pizzen, die wir inzwischen gegessen haben, mit einer wirklich guten Pizza? Das werde ich sagen im Video. Viel Spaß. So Leute, wir sind am Start, Phoenix Center Harburg. Es ist ein Foodpark hier unten und da ist Pizza Hut mit bei. Den werden wir uns jetzt zu Gemüte führen. Da ist ja gute Pizza Hut und es ist auch 1 Milliarde Jahre her, sage ich euch, dass ich bei Pizza Hut gegessen habe. Ich habe gar kein Vergleichsnetzwerk, keinen Plan, wie das rein kann, ob das auch so ein liebloses Fastfood ist oder ob die wirklich was drauf haben. Also die halten sich lange, die gibt es immer noch, die gab es damals, als ich ein Kind war, die gibt es jetzt, da muss er irgendwie auch wirklich der Geschmack stimmt. Also wir sind gerade am struggeln, was wir überhaupt nehmen. Ich glaube, ich nehme wirklich eine frische Pizza. Scheiß auf die hier vorne, weil dann muss man wieder überlegen, war das, weil die da lang lagen. Wir nehmen erstmal eine frische. Dann werden wir auch nochmal die Beilagen probieren. Zum Beispiel Chicken Sticks, um dann vielleicht nochmal eine zweite Runde Pizza zu gehen. Aber erstmal nehmen wir eine Pizza hier. Nehmen wir jetzt eine Pizza schon, die hier schon fertig ist. Dann haben wir auch den Vergleich mit denen, die für euch interessant. Auslage, ist das ein dicker Unterschied oder schmeckt das immer noch vergleichbar wie mit einer, die man frisch bestellt? Gucken wir jetzt. Ich nehme eine, die hier schon liegt. Okay, haben wir unsere Thunfischpizza, Leute. Das ist nur auf den Thunfisch bezogen, schmeckt und riecht ein bisschen unangenehm. Pizza ist aber gut umgesetzt. Die ist dick, fluffig, sehr fluffig von innen, außen leicht knusprig. Dass du außen diesen leichten Crunch hast, da beißt du durch und es ist wie eine Wolke von innen. Falsches Ding, ich werde gleich natürlich noch die andere Pizza probieren, aber mit Thunfisch tust du dir keinen Gefallen, wenn du mich fragst. Cool, seht auch, wie dick die ist, ne? Schönen teigigen Geschmack auch. Das hast du normalerweise eigentlich, kenne ich das eher von Selfmade-Pizzen. Diesen Homemade-Charakter von so ein bisschen mal wirklich, was heißt, dass man das mehlig schmeckt, aber es hat einen Teiggeschmack da drin. Wie die das machen, weiß ich nicht, aber es schmeckt gut. Schmeckt gut. Bauchig, also wirklich absolut nicht verkehrt. Thunfisch habe ich mir jetzt keinen Gefallen getan. Geht in die nächste Runde jetzt, wir gehen, holen die ab. Wir durften da nicht mehr filmen. Deshalb mussten wir hier rübergehen, nicht, dass ihr euch wundert. Also ich werde jetzt direkt, weil man die Sorte einfach knicken konnte, wisst ihr? Werde ich direkt einen von diesen Slices nehmen und direkt mit der Salami vergleichen, die frisch aus dem Ofen kommt und gucken, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Guck mal, Leute, da, ich muss ein bisschen seitlich filmen, da kommt die Pizza, die wird da rausgerollt richtig, wie so ein Rollding. Das kenne ich eher so von Burger Patties, die einmal da durchgeschoben werden. Burger Buns, genau. Aber die Pizza wird da auch so durchgeschoben. Geht gleich weiter, Leute, ich muss einmal mein Handy hier aufstellen. Ganz schön instabil hier, nicht, dass es runterfällt. Mit wem sprichst du denn? Mit der Kamera. Ach so. Dachte ich schon, ich bin verrückt geworden, ne? Ja, bisschen. Nee, keine Angst. So, Handy noch heil, was es auf sich hatte, sage ich euch jetzt. Kleine Werbung für RhinoShield. Bis zum 29. bis zu 60% Rabatt mit dem Code HOLOFRIDAY sogar nochmal 10% obendrauf. Diese Hüllen gehören zu den sichersten, zu den dünnsten und zu den leichtesten auf dem Markt. Diese zum Beispiel 30 Gramm schwer nur, 3 mm dick, übertreffen Militär-Fallprüfstandards. Die Dinger sind heftig. Am Ende des Tages könnt ihr euch eine Hülle anfertigen, die wirklich nur ihr habt. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt euch das mal an. Alleine diese Grips sind geil, Mann. Guckt euch das mal an. Finger zwischen, geiler als so ein Standardring. Aufstellen als Handyhalterung, überall. Etliche Variationen, Knöpfe, hinten Kameraschutz, andere Grips, alles am Start. Wie gesagt, eine Videobeschreibung, HOLOFRIDAY, weiter im Video. So Leute, Runde 2. Salami, Pizza frisch und eine 4 Käse, auch von den Slices vorne, die vorbereitet sind. Das ist einmal ganz schnell, Leute, nur von der Optik her, ne? Auge ist mit. Ich finde das nicht so geil, dass es hier so hell noch ist. Zum Schluss
zählt der Geschmack, aber wenn ich von der Optik was bemängeln dürfte, würde ich das bemängeln. Einmal schon mal in das Slice reinbeißen. Viel Käse. Viel Käse auch nicht verkehrt. Komischerweise eben bei dem anderen Stück kam diese Knusprigkeit, Fluffigkeit besser zur Geltung. Nichtsdestotrotz auch vernünftiges Stück. Jetzt interessiert mich aber die ganz frische Pizza. Salami erstmal nicht für mich. Zählt für mich zu der Salami mit einem komischen Beigeschmack. Es gibt deutlich bessere Auswahl, also deutlich bessere Varianten, die ich bisher gegessen habe. Für mich geht es jetzt in erster Linie auch um den Teig, um die Frische jetzt. Im Vergleich ist noch ein bisschen heißer, als die Slices. Ich finde, die Slices kann man absolut machen. Gerade bei dem Stück vorher ist natürlich auch immer belagabhängig, was ist da drauf, ob denn so ein Slice Sinn macht. Aber was hatte ich davor? Davor hatte ich Ahmed Thunfisch. Also ich finde, man merkt die Belege. Also der Käse lag da halt nicht schon im Moment. Da merkt man irgendwie, oh, es ist nicht mehr ganz so das Grüne vom Ei, aber rein vom Teig her gesehen. Gerade bei der Thunfischpizza eben war immer noch fluffig, war geil, knusprig von außen, weich von innen. Müsste man jetzt wirklich 5-6 Sorten bestellen und gucken, wie verhält sich mit dem Belag. Aber erste Einschätzung kann man gut machen mit den Slices. Für mich ist das schon gerade ein dicker Unterschied. Alle Pizzen auf einen Schlag bewerten würde nicht gehen. Thunfisch hat sich in der Gesamtbewertung einfach verschlechtert durch den Thunfisch. Aber hätte es dadurch eine nicht so gute Bewertung gegeben, hier wiederum auch die Salami nicht so geil. Hier hat bei der Pizza die Fluffigkeit und das Gesamtperformance ein bisschen gelitten, würde ich sagen. Es scheint sehr unterschiedlich zu sein, was man hier für eine Pizza bekommt. Ihr kriegt von mir eine Bewertung, da muss ich aber final noch mal ein Slice probieren und werde auch die Beilagen probieren. Also Leute, ich habe meine Bewertung mal angeguckt. Ich gebe euch doch jetzt direkt Bewertung. Aber zum Schluss, um den Abschluss zu kriegen, will ich gleich noch das perfekte Stück haben. Weil hier hat überall was nicht gestimmt. Das Käseslice war irgendwie insgesamt, kann man sagen, die Gesamtperformance hat gelitten. Bei der Thunfisch, da war der Teig geil. Aber der Thunfisch kannst du knicken. Hier kannst du die Salami knicken. Und die Thunfisch war auch die einzige, wo wir diesen Teiggeschmack hatten, den geilen. Ich gebe durchweg den Dingern eine 6,5. Unter Berücksichtigung, dass überall was nicht gestimmt hat. Wir holen jetzt die Beilagen und noch mal ein Stück Pizza und gucken, ob bei der alles stimmt und ob die, noch mal das Komplette aus der Pizza rauskitzeln können. Aber jetzt erstmal Beilagen, genau, und dann holen wir direkt die Pizza mit, das letzte Stück. Also Leute, ich wollte eigentlich eine andere Pizza nehmen, musste jetzt Margherita nehmen, weil die es nicht hingekriegt haben, alles gleichzeitig zu machen. Naja, wie das auch immer war, scheißegal. Aber wir werden jetzt testen. Kein gleichbleibendes Ergebnis hin. Das ist absolut vernünftige Pizza, aber die erste war die beste mit der Thunfisch. Die ist am besten hingekriegt, das flauschig, weich in der Mitte, außen knusprig, aber Thunfisch eingekackt. Das ist beinahe für mich die schlechteste mit der 6,2. Ich glaube, wenn man hier die perfekte Pizza kriegt, kann die sehr gut abschneiden. Aber so viel zu der Pizza. Wir werden aber auch noch die Beilage eben bewerten. Vielleicht gehen die ja noch richtig steil. Das ist einfach keine Liebe, Leute. Es ist einfach so, wie es wahrscheinlich auch sein wird. Die liegen irgendwo rum, waren wahrscheinlich schon einmal warm, werden wieder aufgewärmt oder was auch immer für einen Vorgang passiert. Aber das schmeckt einfach ganz eindeutig und da muss man kein Sherlock Holmes sein. Ich habe zu Hause Chicken Nuggets gemacht, habe die nicht gleich geschafft zu essen. Sind mir zu schade zum Wegschmeißen. Beziehungsweise, was heißt zu schade zum Wegschmeißen? Schmeckt noch okay später. Schmeckt immer noch vernünftig und ich esse die später nochmal. Und so schmecken die auch. Mit keinem ausgekühlten Rezept für mich. Das ist kein Konsumier, Leute. Hier kriegt ihr das beste Chicken auf der Welt, sondern das ist, ich will eine Beilage auf dem Zettel haben, die vernünftig ist. Und so kann man die essen, aber das ist eine das ist 5 von 10. Das geht in Ordnung. Kann man sich geben. Und jetzt kommen wir zu den Country Potatoes. Habe ich mir gedacht, Pommes noch dazu, bestellt jeder mal. Ich habe mir eben beinahe geschmeckt, als hätten die mit irgendeiner alkoholischen Marinade mariniert. Ich schwöre es euch, keine Ahnung, der Haltbarkeit wegen. Die sind ganz komisch. Das einzige Positive, was ich denen abgewinnen kann, ist das Kartoffelige in der Mitte. Eine ganz komische Marinade. Zumindest noch leicht knusprig. Das ist irgendwie ganz eklig hier gerade. Also.
2,9 von 10, 3 kann ich leider nicht ganz geben. Die Beilagen, die brauchst du ja wirklich nicht bestellen, musst du sagen. Aber die Pizza ist wirklich vernünftig. Aber das Pizza hat es, ich habe mit was Schlechterem gerechnet. Optisch nicht optimal, aber nur rein weißt, wirst du überrascht. Das perfekte Ergebnis beim Pizza hat, vielleicht war das auch der falsche. Hast du noch mal einen anderen? Glaube ich, lohnt sich. Kann man nebenbei machen. Für mich ein sehr interessantes, aufschlussreiches Video. Auch bei diesem Video gilt, wenn ihr irgendeinen Vergleich noch euch wünscht oder irgendwas, was ich testen soll bei diesen Fastfood-Geschichten, bei diesen bekannten Ketten, schreibt es rein, irgendeine Idee in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Das würde mich sehr freuen für den Support, dass der Daumen oben glüht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.